Herzlich willkommen zur Zeitreise ins Mittelalter, der 15. Auflage des Mittelalterfestes in Eggenburg. Dieses Jahr steht das Fest unter dem Motto Kreuzritter und Kreuzfahrer. Die Künstlerinnen und Künstler stellen Szenen dar aus dem Orient, aus Jerusalem, dem Heiligen Land. Es wird die Stadtmauer Eggenburgs erstürmt, es gibt Bauchtänzerinnen, Gaukler und es gibt Stände, Aussteller und Händler, die direkt Waren aus dem Orient importieren. Wir haben Gewürze, wir haben Kräuter, wir haben Rauchwerk aus dem Orient für Sie zur Präsentation. Das 15. Eggenburger Mittelalterfest, das ist wieder ein wunderbares Fest, das von sehr vielen Eggenburgern getragen wird. Und man kann dem Veranstalter nur gratulieren, was hier geschaffen wurde. Sie sehen ja selbst, es sind zigtausend Leute heute schon am Samstag mit dabei. Und wir erwarten auch für morgen bis zu 30.000, 35.000 Besucher. Also ein wunderbares Fest und bedanke mich bei allen, die sich hier beteiligen. Grüß Gott alle miteinander. Ich bin der Partnerschaftsreferent aus Deining. Das ist die Partnerschaftsgemeinde aus Eggenburg. Und wir sind heuer das erste Mal eingeladen worden für das Mittelalterfest. Wir sind mit einem Bus gekommen mit 25 Mann. Wir sind restlos begeistert hier in Eggenburg. Das ist eine schöne Atmosphäre. Und wir werden morgen Abend euch leider wieder verlassen müssen. Aber wir werden sicherlich schöne Eindrücke mit nach Hause nach Bayern nehmen. Dankeschön. Ergebt euch und wir werden Gnade walten lassen.
kein Urteil auf, denn du bist schuldig. Raub, Landfriedensbruch, Schändung einer Fürstentochter. Das sind schreckliche Vergehen im Übertag. Sie ist meine Tochter und deine Tochter. Gerecht und strenge zu bestrafen sind. Du sollst in Zukunft die Freuden der Lust nicht mehr erleben. Du sollst entmannt werden. Entmannt und Konrad den Teufel. Uns gefällt es total gut. Wir kommen, glaube ich, schon 6. oder 7. Jahr her. Und wir sind aus Franzhausen, das ist bei Dreismauer Nussdorf. Wir kommen aus Gfühl und ja, es ist eigentlich ganz schön da. Wir sind jedes Jahr da, schon seit 3 Jahren. Und es ist voll super.